Hallo, heute möchte ich dir was zum Thema Stress erzählen. Und jetzt ist einmal die wichtigste Frage. Fühlst du dich manches Mal gestresst? Bist du gestresst oder bist du immer ganz entspannt? Ich arbeite ja als Ernährungsberaterin und ich unterrichte und sowohl meine Lehrgangsteilnehmerinnen als auch meine Kunden erzählen mir immer wieder, wie stressig es ist. Auch jetzt in Zeiten von Lockdown und Corona, mit Homeschooling, mit all den Sachen, die zu erledigen sind, mit den Einschränkungen, die wir haben. Viele fühlen sich sehr gestresst. Und ich habe da heute fünf inspirierende Tipps mitgebracht aus der integrativen Ernährung und auch mit dem ganzheitlichen Blickwinkel, was da dazugehört. Und möchte dir ein bisschen Entspannung, also einen Gegenpol zum Stress geben. Ja, vielleicht schreibst du mir kurz in die Kommentare, wie es dir geht mit Stress oder vielleicht hast auch du ein super Rezept bei Stress. Also wir suchen immer Tipps und es ist super, wenn hier unter diesem Video, unter diesen Postings vielleicht auch ein paar Ideen von anderen dabei sind, weil dann haben wir hier wirklich so eine kleine Kraftquelle, wo wir uns Entspannungstipps holen können. Und ja, was passt recht gut jetzt zum Frühling? Also das Wichtigste, das hat jetzt nicht direkt was mit Ernährung zu tun, aber gehört vor allem nach dem Essen auch dazu, einen kleinen Verdauungsspaziergang oder generell ein bisschen mehr raus in die frische Luft. Die Tage werden länger, es ist jetzt 7, bei mir draußen ist schön, es scheint die Sonne, es ist zwar kalt, aber es ist wirklich gute Luft, es ist super frisch und ich denke, wir alle haben jetzt auch wieder Lust, mehr rauszugehen. Also raus in die Natur, raus in die Sonne, sei es ein Spaziergang von 20 oder 30 Minuten. Jede Bewegung hilft und vor allem nach dem Essen tut sehr, sehr gut. Auch also vielleicht nach dem Abendessen noch einen kleinen Abendspaziergang machen. So ein Tipp sind ja immer 7.000 bis 10.000 Schritte täglich. Also das bringt wirklich Entspannung und man kann ein bisschen abschalten, vor allem wenn man alleine geht und seine Gedanken ein bisschen kreisen lassen kann. Also das ist einmal mein Tipp Nummer eins, um dir ein bisschen mehr Entspannung zu geben. Und wenn du schon rausgehst in die Natur, dann schau dich ein bisschen um am Wegesrand und auf den Wiesen. Da findest du nämlich ganz viele Frühjahrskräuter. Und da sind wir jetzt beim Thema Essen. Wie kannst du dich auch ein bisschen entspannen beim Essen? Es gibt Frühjahrskräuter, die Bitterstoffe enthalten. Und Bitterstoffe sind sehr, sehr wohltuend für unser Verdauungssystem, vor allem für Leber und Gallenblase. Also die Bitterstoffe sind sowas wie Jogging für den Darm auch. Und was gibt es da an Kräutern? Ein Klassiker ist der Löwenzahn. Also der Löwenzahn fängt jetzt schon zum Blühen an. Du kannst sowohl die Blüten verwenden, um einen Löwenzahnhonig zu machen oder auch zum Dekorieren. Aber am gesündesten sind die Blätter oder auch die Wurzeln. Wenn du vielleicht einen Rasen hast bei dir zu Hause und du ärgerst dich über das Unkraut, über den Löwenzahn, dann ein kleiner Tipp. Sie sind zwar sehr lange in den Boden hinein, aber versuche mal, die Löwenzahnwurzeln auszureißen oder auszugraben. Die kannst du dünn in Scheiben schneiden. Die sind gebraten, eine Delikatesse, eine Köstlichkeit. Und die Löwenzahnblätter kannst du sowohl klein schneiden, über Suppen, über Gemüse drüber streuen oder auch für einen Salat verwenden oder du machst da auch einen Aufstrich mit Topfen oder Frischkäse, am besten kombiniert mit etwas Bärlauch. Also grüne Frühjahrskräuter sind wirklich sehr, sehr mineralstoffreich, nährstoffreich und wenn du deinen Körper gut mit Nährstoffen versorgst, dann hilft dir das auch besser in die Entspannung zu gehen, beziehungsweise dein Stoffwechsel ist unterstützt und kriegt sehr, sehr viele Nährstoffe. Welche Kräuter gibt es noch? Gänseblümchen, Bärlauch habe ich schon gesagt, Brennnessel ist super. Also Brennnessel, vor allem wenn die dann größer werden und auch die Samen haben. Die Brennnesselsamen, die kannst du so wie Sesamsamen oder Hanfsamen ein bisschen zum Drüberstreuen verwenden. Die sind extrem nährstoffreich und die werden so als Anti-Burnout-Superfood eingesetzt. Also Brennnesselblätter,
liefert dir viel Eisen, viel Mineralstoffe. Brennnesselspinat ist so ein Klassiker, der im Frühjahr zubereitet wird. Und ja, dann haben wir noch die Vogelmiere. Die wächst bei mir am Balkon ganz, ganz üppig. Die schmeckt so wie frische, junge Maiskörner. Also schau dich ein bisschen um bei deinen Spaziergängen, was du an Kräutern, an Frühjahrskräutern findest und gönn dir das wirklich. Das tut extrem gut. Und wie heißt so ein altes Sprichwort? Was bitter im Mund, ist im Magen gesund. Also Frühjahrskräuter, bittere Kräuter nutzen. Ja, mein Tipp Nummer 3 für mehr Entspannung im Alltag. Wenn du jetzt im Homeoffice bist oder dir generell, so wie ich als selbstständige Unternehmerin, ich bin ja so meine eigene Chefin, ich versuche mal den Tag so einzuteilen, dass es geht nicht jeden Tag, aber meistens, dass ich so eine kurze Mittagsruhe ausgeht. Also ein kleines Mittagsschläfchen, ein Powernap, so 15 bis 20 Minuten. Das tut der Leber recht gut. Da kann sie sich wirklich gut mit Blut füllen. Sie wird gut durchblutet. Wenn die Leber gut durchblutet ist, arbeitet sie intensiv. Ideal ist natürlich, wenn du dir auch einen Leberwickel machen kannst. Ein Leberwickel ist relativ einfach. Du nimmst eine Wärmeflasche, die mit heißem Wasser gefüllt ist, und umwickelst sie mit einem feuchten Handtuch. Und das legst du dir dann hier so an der rechten Seite unterhalb vom Rippenbogen auf und dann noch eine große Decke oder ein Badetuch drüber, dass das so wirklich ein bisschen warm, dampfend ist. Und das entspannt die Leber, das durchblutet sie sehr, sehr gut und das erfrischt dich, wenn du dir so einen kleinen Powernap oder eine halbe Stunde mit einem Leberwickel gönnst. Also das ist wirklich wie so ein kleiner Wellnessurlaub für zu Hause. Ja, Tipp Nummer 4 für ein bisschen Entstressen und mehr Entspannung. Du kannst viel schon in der Früh dazu beitragen, wie du in den Tag startest. Also es ist ganz klar, wenn Kinder da sind und Frühstück wird gemacht und es ist oft hektisch. Aber auch da gibt es ein paar Tipps, dass man am Abend schon viel vorbereiten kann. Also vielleicht den Tisch schon decken, gewisse Dinge vorbereiten, dass es in der Früh schnell geht. Die Frühstücke, die wir in der integrativen Ernährung verwenden, die ist eine große Anlehnung an die TCM-Getreidebreie haben, kann man sehr gut vorkochen, vorbereiten oder einfach auch über Nacht einweichen. Diese Overnight Oats zum Beispiel. Oder man macht vielleicht auch einen Hirseauflauf mit Obst, mit Nüssen, der schon fertig ist, oder einen Pancake-Teig. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich frühstücke gerne pikant, Gemüsesuppen, Linsensuppen, die kann man am Wochenende kochen und Montag, Dienstag, Mittwoch ist dann das Frühstück schon fertig oder auch schnell eine Eierspeise, ein Rührei. Also gibt es viele Möglichkeiten, mit einem guten Powerfrühstück in den Tag zu starten. Also so wie der Tag beginnt, wenn du dich da gut nährst, gut mit Nährstoffen versorgst, dann bist du auch stressresistenter. Was sind so typische Lebensmittel, die dir helfen, die so gute Nervennahrung sind? Sind die Haferflocken, ein Porridge, auch ein Hirse mit Nüssen, mit einem Apfelkompott, Apfelmus, also Getreide, enthält viele B-Vitamine, wirkt so ein bisschen nervenberuhigend. Und aus TCM-Sicht sagen wir, das liefert dir viel Qi, das nährt dich sehr, sehr gut. Also gönn dir ein wunderbares Powerfrühstück, frühstücken wie ein Kaiser oder eine Kaiserin, das ist ein guter Start in den Tag. Und so als fünfter Tipp, wenn wir jetzt schon beim Frühstück und beim Morgen sind, je besser der Morgen so einen gewissen Rhythmus hat, da gibt es so dieses Modewort jetzt Morgenroutinen. Also ich bin jetzt nicht so super diszipliniert, dass ich jeden Tag die gleiche Routine habe, aber gewisse Abläufe sind sehr, sehr hilfreich. Also ich trinke gerne ein Glas heißes Wasser in der Früh, Kardamomwasser, manches Mal auch einen grünen Tee. Also so eine warme Flüssigkeit ist ein guter Stoffwechselturbo in der Früh. Manche machen aber Gymnastikübungen, Qigong-Übungen, Yoga-Übungen, also was immer du gerne machst. Und was ich auch sehr in der Früh empfehlen kann, ist vielleicht eine Wechseldusche.
Das heißt, du duschst dich einmal warm und heiß und dann so für 30 Sekunden, 40, 50 Sekunden mal mit kaltem Wasser duschen. Dann bist du richtig wach und je nachdem, wie du es aushältst, aber gerade wenn es draußen kalt ist, ist es oft angenehmer, noch einmal mit warmem Wasser ein bisschen abzuschließen. Aber zwischendrin einmal diesen Kältereiz zu haben, kannst auch singen, jodeln, was immer dann dein Bedürfnis ist, wenn es kalt wird. Also das macht richtig wach und bringt natürlich auch den Kreislauf in Schwung. Was auch geht, wenn du das mit kaltem Wasser nicht so sympathisch ist, ist eine Bürstenmassage. Also ich war im Herbst im Zentrum für traditionelle europäische Medizin und habe eine Detox-Woche gemacht. Und seitdem mache ich fast täglich eine Bürstenmassage. Da gibt es eben so Borstenhaarbürsten, wo du wirklich die beiden Beine, also ich gehe immer vom Knie nach unten bis zum Knöchel und bis zu den Fußspitzen und bürste den ganzen Fuß rundherum, dann vom Knie nach oben in die Leiste, damit die Lymphflüssigkeit über die Leisten gut abtransportiert wird. Dann beim zweiten Fuß das Gleiche. Dann auch bei den Armen vom Ellbogen zur Hand und vom Ellbogen dann rauf, auch wieder zu den Achseln, wo die Lymphknoten sind. Also so eine Bürstenmassage ist sehr reinigend, weil die Lymphflüssigkeit sehr angeregt wird. Und wenn man das regelmäßig macht, gehen auch die Hautschuppen ein bisschen runter und die Haut wird sanfter. Und wenn du das in der Früh machst und vielleicht dann auch noch duftendes Körperöl aufträgst, dann gehst du wirklich schon entspannt in den Tag. Also das sind von mir 5 Tipps, 5 Ideen, wie du ein bisschen Entspannung in deinen stressigen Alltag bringst. Ich wiederhole es noch einmal. Gönn dir einen kurzen Spaziergang. Achte vielleicht auf Frühjahrskräuter, die du pflücken kannst, mit Bitterstoffen. Tipp Nummer 3, vielleicht geht sich hin und wieder ein kleiner Mittagsschlaf aus. Achte auf ein super Power-Frühstück, mit dem du gut in den Tag starten kannst. Und achte auch ein bisschen drauf, wie du generell in den Tag startest, ob du gewisse Regelmäßigkeiten, Routinetätigkeiten hast. Also irgendetwas, was dir hilft, halbwegs entspannt in den Tag zu kommen, dass du nicht gleich mit der ganzen Hektik und mit dem ganzen Stress in den Tag startest. Ja, vielleicht schreibst du mir jetzt unten in die Kommentare, worauf du Lust hast auszuprobieren. Ich rede ja hier nicht nur, damit du zuhörst, sondern ich möchte dich auch anregen, motivieren, dass du was ausprobierst. Vielleicht magst du Tipp 1 und 2 ausprobieren oder dich einmal ums Frühstück kümmern. Ich freue mich, wenn du mir unten in die Kommentare schreibst, was du in den nächsten Tagen ausprobieren möchtest. Und ich freue mich, wenn ich dir vielleicht eine Anregung geben konnte, ein bisschen stressfreier durch den Tag zu gehen. Wenn du dich für typgerechtes Frühstück interessierst, noch ein kleiner Hinweis: auf meiner Website www.integrative-ernährung.com, wenn du dann den Slash machst, den Schrägstrich, und du gibst einen Auftakt, dann findest du ein Mini-Produkt, unser Einstiegsprodukt. Das ist ein kleiner Online-Kurs mit 12 Videos mit Rezepten, wo du lernst, das für dich typgerechte Power-Frühstück auszufinden. Und wenn du jetzt Lust hast, ein bisschen mehr dich mit der Morgenroutine, mit einem guten Frühstück zu beschäftigen, dann empfehle ich dir, hol dir das, schau dir das an. Da sind auch noch ein paar Tipps gegen Heißhunger dabei und wie gesagt Rezepte für dich oder noch viel mehr für deine Kunden. Wenn diese Tipps zum Entstressen und für mehr Entspannung für dich sinnvoll sind, du dich damit identifizieren kannst und du arbeitest selber in einem Gesundheitsberuf, dann gib es bitte weiter. Also trag die Tipps und Ideen weiter, dass möglichst viele Menschen ein bisschen mehr Gelassenheit in den Alltag bekommen. Ja, schreib mir in die Kommentare, was du ausprobierst. Da kommen schon die ersten Sachen. Frühstück vorbereiten wird die Marie ausprobieren. Super, das freut mich. Und nach Kräutern wirst du dich auch umschauen. Großartig. Wünsche ich dir ganz viel Freude beim Ausprobieren und
berichte mir gerne auch einmal auf Facebook oder mit einer Direktnachricht, welche Kräuter du gefunden hast. Also Brennnesseln kann man nichts falsch machen, Löwenzahn geht gut, Gänseblümchen vielleicht ein bisschen wo zum Verzieren und Vogelmiere, das ist eines meiner Lieblings-Frühlingskräuter und neben dem Bärlauch kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, ich freue mich aufs Ausprobieren. Die Heidi, die wird auch einen Spaziergang mit dem Pflücken von Frühlingskräutern machen. Großartig, super. Dann hat es ja schon wieder Sinn gemacht, dass ich ein bisschen was erzähle und dir ein paar Tipps gebe. Wenn du eine Frage hast oder ein Thema hast, wo du möchtest, dass ich dir was erzähle, schreib es mir auch in die Kommentare. Ich gehe immer Mittwoch um 19 Uhr online und ja, ich suche immer wieder nach Themen und nach Fragen. Also melde dich gerne bei mir. Super, die Herzerl kommen auch schon. Herzerl sind immer gern gesehen. So, super. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles Liebe, viele Frühlingsspaziergänge, köstliche Frühstücke und Stress zahlt sich nicht aus. Eins nach dem anderen im Hier und Jetzt bleiben, eins nach dem anderen machen und ein bisschen in die Ruhe gehen. Alles Liebe. Ciao. Mm-hmm.